Hallo Leute, willkommen auf meinem X-Flight 737 Kanal. Heute werde ich einen kleinen Flug mit dem Hubschrauber Airbus H135 im MSFS 2020 machen. Starten werde ich auf dem Flugplatz Boscom Down, Echo Golf Delta Mike und fliegen werde ich zu den Stonehangs. Dort werde ich kurz landen und dann wieder starten und um die Stonehangs herumfliegen. Danach geht's zurück zum Startflugplatz. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei diesem Video. Wir sehen uns dann gleich im Cockpit wieder. Wir schalten jetzt erstmal die Batterien ein. Positionslicht schalten wir ein. Prüfen, ob die Batterien auf 24 Volt mindestens sind. Schalten die EPU ein, External Power. QNH schalten wir ein, den habe ich auf eine Taste gesetzt, deshalb brauche ich ihn dort nicht einschalten. Im Overhead schalten wir ECOL ein. Schalten die beiden Füllpumps ein, 1 und 2, die für den Start des Triebwerks notwendig sind. Und schalten das erste Triebwerk ein, und zwar auf die Mittelstellung. Und warten jetzt, bis dort idle erscheint. Das kann etwas dauern. So, es erscheint idle. Jetzt können wir die EPU ausschalten, weil die Stromversorgung jetzt über das erste Triebwerk läuft und wir starten das zweite Triebwerk, indem wir den Schalter auf die Mittelstellung machen. Und jetzt müssen wir auch wieder da warten, bis wieder idle erscheint. Sobald das zweite Triebwerk auch idle hat, müssen wir das erste Triebwerk mit einer Stellung nach oben auf Flight setzen, damit die volle Leistung erbracht wird. Dann gehen wir wieder ins Overhead-Panel, schalten die beiden Füllpumps wieder aus und die richtigen Füllpumps, den für die Flug notwendig, wieder ein. Oder ein, besser gesagt. Dann die Avionics 1 und 2 einschalten, Pitot einschalten, Strobe und Landelicht. Jetzt schalten wir den Transponder noch ein auf 7000. Und dann kann der Flug auch gleich losgehen. So, ich werde jetzt versuchen, das Garmin GTN 750 auf meinen zweiten Monitor zu schieben, wegen der Übersichtlichkeit. So Leute, nun kann es endlich losgehen, der Flug. Viel Spaß!
So Leute, ich werde jetzt gleich wieder am Startflugplatz landen. Ich bedanke mich für das Zusehen, würde mich natürlich über einen Daumen hoch oder ein Abo meines Kanals sehr freuen. Euer X-Flight 737.